letzten 3 Jahren hatte mir Alex den Rücken freigehalten. Jetzt wusste ich nicht, was ich fühlen sollte. Er war irgendwie auf etwas Großes gestoßen und war Jack Rapino am Ende auf die Zähne gekommen. Kapitel 3. Ganz wie Boga. Er liebt zu schnell. Und ich mal so dazu sagen. Geschäfte, Sex, Drogen und Mord auf Bestellung aus einem schäbigen Hotel in einem noch schäbigeren Wohnblock. Das NYPD kam näher. Ich konnte die Sirenen hören. Das Heulen, ein infernalisches Crescendo. Rubino dachte, er könnte uns hochgehen lassen, indem er Alex umbrachte und mich als Schuldigen zurückließ. Alles, was er erreicht hatte, war meine Aufmerksamkeit. Ich ging zuerst zum Hotel. Ein heruntergekommener alter Schuppen mit flackernden Lampen und ausgeblichenen Farben, billigen Kriminellen und muckenklugen Augen. Ich ging einfach rein, ganz wie Bogart, so wie ich es schon 100 Mal vorher gemacht hatte. Der Schuppen wurde von ein paar aalglatten Ganoven geführt, grinsende Haifische, die Finito-Brüder. Ladies and Gentlemen, hier kommt die 7. Flagge. Max Payne in the ass. Ich lach mich tot. Habt ihr euch das ausgedacht oder irgendein Säufer von da unten? Nicht antworten. War eine rhetorische Frage. Ich hab was für den Boss. Ist Lupino hier irgendwo? Das hängt davon ab, wer das wissen will. Ein Freund oder ein abgefuckter Spitzel. Nicht antworten. Das war eine rhetorische Frage. Lupino ist nicht hier, aber er sagt bye bye. Lupino war nicht in dem billigen Hotel. Stattdessen traf ich die Finito-Brüder. Meine Tarnung war aufgeflogen. Die Türen schlugen hinter mir zu. Der Kugelhagel prasselte auf mich wie Regentropfen. Du bist langsam lästig. Verdammter Spitze. Ich habe dich ein Ding zur Hölle. Mit den Füßen zuerst. Schau dich aus. Ihr dürft sterben. Ja, Lupini? Wir haben schon wieder vergessen. Das ist 3 Sekunden her, also schon wieder vergessen. Ein Brief auf dem Schreibtisch fiel mir auf. Ja. Chefs? Alles in Ordnung? Chefs? Joey? Vitilio? Seid ihr okay da drin? Ja. Ruf die anderen. Sie sollen schnell kommen. Den geht's gut. Hat mich Lupino getroffen. Der Gangster ließ seine Geschäfte von seiner rechten Hand, Vinny Cognetti, führen. Cognetti war ein nervöser Jammerlappen, immer überspannt, immer kurz vor dem Zusammenbruch. Er hatte das Zeug dazu, den Laden zu führen, aber ihm fehlte der Mumm. Er zog immer den Kürzeren und ließ seinen Frust an minderjährigen Junkies und Callgirls aus. Der Lidl steigt in eurem Hotel. Jacks Worte waren, Zitat, Vinny, dafür bist du verantwortlich, Zitat Ende. Rico Muerte kommt zur Überwachung. Sollte etwas schiefgehen, seid ihr alle Geschichte. Das gilt für euch doppelt. Behandelt mir der Mann gut, gebt ihm alles, was er will. Wart bloß keine Mächte, oder ihr seid finito, finitos. Ein Valkyr-Deal bedeutete zusätzlichen Schutz und viele nervöse Gorillas, denen der Finger am Abzug juckte. Ich hatte nichts kommen sehen, aber das bedeutete nicht, dass es nicht schon dort war. Rico Muerte war ein wirklicher Kaiser Sussi, eine Legende, die man erzählt, damit die Vasallen spuren. 313. Die Finitos hatten Muertes Zimmernummer auf den Rand der Nachricht notiert. Okay, aber wir können nicht warten. Wir müssen da jetzt rein. Chefs? Wir kommen rein. Da ist er. Jo. Ja, ich würde sagen, ihr kommt nicht rein. Ne? Ihr bleibt schön davor liegen. Ja, und zwar alle 3. Oh, der scheint ihn nicht so zu mögen. Gibt's nichts. Auch nicht. Das hat Igelmunition. Oh, immer sehr schön. Ob 5 Schuss bloß noch. Alle leere Schränke zu Hause. Wieso? Oh, hallo. Okay. So. Ist ein Knopf. Oh, sehr nice. Tür ist verschlossen. Was ist das? Also das hätten sie gegen die Wand oder durch die Wand geschossen. Es würde nicht ganz einfach werden, da rauszukommen. Die Treppe war versperrt und der Aufzug schon seit Jahrzehnten außer Betrieb.
Ah, geht klar. Ja, Max, gönn dir mal ein bisschen Entspannung hier. Ja. Wo kommt? Okay, ja, manchmal gehen die. Was? Um den flüchtigen Kriminellen zieht sich weiter zu, da sich zusätzliche Einheiten des NYPD an der Suche beteiligen. Das waren meine 15 Minuten rum. Wir haben gar nichts gemacht. Und in eine Falle gelockt. Erstmal hoch. War verschlossen. Es sieht doch aus wie ein Bordell hier, aber bloß ein Zimmer. Also, das lässt sich das Bett zumindest vermuten, ne? Ah, Schmuddelmagazine, machen wir hier schon. Ja, tun Sie mal so Weicheier her. Zack. Unser gestählten Brust können wir ja einfach durch die Fenster laufen. Ja, mit den Chefs stimmt was nicht. Payne ist da und sie antworten nicht. Lass uns reingehen. Payne wird dafür. Hey du! Bloß die Tür. Warte, Kollege, du bist trotzdem gleich dran. So, haben wir hier schönes. Barretta-Munition. Jetzt nach unten. Dann mal erstmal hier. Sind die auch kaputt? Sieht nicht so aus. Alter Munition. Nichts. So. Entschuldigung. Aber ich muss hier durch. Die Rohre aus der Wand. Kong Whisky makes you. Was? Go Ape. Okay. Kleiner Fun Fact. Kong Whisky ist das so ziemlich das erste, was man im Max Payne 3 sieht. Lass mal was naschen. Ah, das will ich nicht. Gibt's da was anderes? Ja, nee, auch nicht. Ach, leer. Ah. Was zum. Ja, Bordell. Er wollte gerade seine Schrotflinte holen hier, der Drecksack. Ja, eine Schrotflinte unterm Bett. Okay. Na gut, geht's nicht lang. Und sind die. Was bisher geschah? Lady Amelia, Marquis Valentine bittet um eine Audienz. Vielen Dank, Lawrence. My Lady. My Lord.
präsentiert Ihnen nun eine brandneue Folge von Lords and Ladies. Und natürlich sehen. Die Folge ist uns verpassen. My Lord. My Lady läuft eine sehr wichtige Angelegenheit, auf die ich euch aufmerksam machen muss. Ist das so, My Lord? In der Tat, My Lady. Schon seit dem Moment, als wir uns zum ersten Mal auf dem entlegenen Waldweg trafen. Das Sonnenlicht in den herbstlichen Blättern, lodernd wie die Farbe eures Haares. Oh, My Lord, so solltet ihr nicht reden. Aber, My Lady, ich muss. My Lord, nein, ich verbiete es euch. Es darf nicht sein. Meine Geliebte, warum? My Lord, es ist furchtbar. Zwingt mich, diese Worte zu sagen. Nein, bitte nicht. Ich muss es wissen. Lieber wäre ich tot als ahnungslos. Ja, My Lord, wir beide sollten tot sein, da diese Schande zu groß für einen Lebenden ist. My Lord, ich bin eure verloren geglaubte Schwester. Oh mein Gott. Sie ist die Schwester vom Lord. Tja, mein Freund, du wirst es nicht mehr erfahren. Verdammt! Und ihr, meine Freunde, werdet es auch nicht mehr erfahren. Aber ich... Mal aus die Kiste her. Oh. Pinkeler. Mal nehmen und dann einsammeln. So, gibt's hier wieder was? Kein Rauchen. Ah, das bewegt sich nicht. Okay. Oh, da hausen Chunkies. Aber die Frauen werden auf Droge gehalten. Die Munition haben gar keine. Ein Painkiller. Zack. Die V-Junkies hätten ohne Warnung angreifen können. Ich musste vorsichtig sein. Ja, Kollege, was hast du hier getan? So, ja. $55 SSY? Das ist eine Telefonnummer. Okay. Nicht $55. Ja. Oh, die ganze Zeit auf dem Easter Egg, ja. Okay, gehen wir weiter. Weiß mit deiner mal. Es ist Pain. Was? Lücke mal hier rum. Alter, Lügner. Oh, ein besseres Bett. Und jetzt. Jetzt zu Hause machen. Einsatz. Das ist ein Stück Teppich. Droppt von der Decke, okay. Hier. Haben wir hier schon? Er dürfte nichts mehr. Entschuldigung. Ich habe meine eigenen Kräfte überschätzt, ja. Wollen wir mit Rechtsklick zielen? Wie hausen die denn hier, ey? Scheißding! Vorsicht! Es hab ihn erwischt! Geht doch!
Ja, das stellt euch nicht so an. Scheiß Chunky. So, gucken wir uns den Tisch erstmal um. Die Party war schon eine Weile vorbei. Ich war nicht traurig, dass ich die Show verpasst hatte. Okay. Wir sind ein paar sehr perverse unterwegs. Heute Abend nahm der Kampf der Stadt gegen die Albtraumdroge Valkyr eine schlimme Wendung, als TA Special Agent Border in der Roscoe Street Station brutal ermordet aufgefunden wurde. Ein Verdächtiger wurde kurz nach den Schüssen beim Verlassen des Tatortes beobachtet und das NYPD fahndet augenblicklich nach Max Payne, einem flüchtigen Verbrecher. Er ist bewaffnet und gilt als extrem gefährlich. Und nun das Wetter. Der schlimmste Schneesturm, den New York je erlebt hat, tobt weiterhin über der Stadt. Wir haben überhaupt nichts getan. Nichts. Aber wir werden das klarstellen, hoffe ich. Der Schluss jetzt hier. So. Hier gibt es sogar Scheinwerfer an der Decke. Okay. Wird eigentlich bloß noch die Kamera. Ja, gibt's nichts. Ah, jetzt ist die andere Seite, wo der Automat steht. Okay. Die Wand. Wir sind im dritten Stockwerk. Okay. Na schon. Abenteuer, Dauerfeuer und tschüss, Kollege. Ich war vor uns heimlich, während das Video lief am Kühlschrank. Hihihi, keiner hat's mitbekommen. Also jetzt schon, dass ich gesagt habe. Hä? Was ist das für eine Animation? Ich glaube, das soll darstellen, wie da ein bisschen Dreck aus dem Loch rieselt. Also so ein bisschen Putz. Molotow-Cocktail. Okay, können wir Wäsche waschen? Nein. Ich glaube, die müssen mal Wäsche waschen. Die haben bestimmt die Buchsen voll. Dieses Spray von der Knarre. Oh, das ist sehr genial. Es ist wirklich sehr genial. Also, man kennt es aus so ziemlich jedem Spiel. Ah, jetzt muss ich wieder über die Neuen aufregen. Ey, wo dann einfach nur so ein Strahl hier rauskommt. Aber die haben sich hier wirklich die Mühe gemacht, dass das sogar Flecken auf dem Boden hinterlässt. Also es ist echt... Oh, da liegen einfach echt wirklich Welten dazwischen. Ich hatte Muertas Zimmer gefunden. Muerta hatte einen Brief erhalten. Ah, ich weiß, was passiert. Oh. Ich hatte Muertas Zimmer gefunden. Muerta hatte einen Brief erhalten. Okay, die kann ich nicht aufmachen. Okay. Wahnsinn, läuft auch nur Müll. Unsere Untersuchungen hatten keine Verbindung von Angelo, dem Kopf der Punchinello-Familie, mit Valkyr ergeben. Sämtliche Spuren endeten bei Jack Lupino. Der Brief im Muertes Zimmer war vom Don höchstpersönlich unterzeichnet. Es war der erste Hinweis, dass der Don wusste, was in seinem Syndikat vor sich ging. Die Punchinello-Familie hat dir aus der Klemme geholfen, in der du nach dem Debakel in Chicago gesteckt hast. Du hast auf eine Chance gewartet, dir kämpfen zu zeigen. Einer unserer besten Jungs hat ziemlich viel Ärger am Hals. Du
Wir brauchen deine besonderen Fähigkeiten als Rückendeckung bei einem größeren Deal. Das Sammeln von Beweisen war schon ein paar hundert Kugeln zuvor überflüssig geworden. Ich war bereits so weit über den Punkt ohne Wiederkehr hinaus, dass ich nicht einmal mehr wusste, wie er ausgesehen hat. Okay. Also Max weiß an diesem Punkt schon, dass er das alles selber regeln wird. Er wird also nicht zur Polizei gehen. Es gab ja bloß, es gibt zwei Leute, die wissen, dass er undercover ist. Und einer davon ist tot. Was ist mit dem zweiten? Werden wir es erfahren? Ich denke schon. Voll gesaut. Ja, vielleicht einen einsammeln. Wir können plus 8 haben. Ja, überall ist Junkies. So, Aufzug ist kaputt. Ja, schon erfahren. Schmerzmittel? Ja. War zwar nicht viel, aber trotzdem. Aber ich glaube, wir müssen hier durch die Wand. Ja. Was ist das? Kommt das Zeug von der Decke? Blut auf dem Sims. Was passiert? Ja, das war jetzt fast ein bisschen zu erwarten, ne? Ich wollte gar nicht wissen, was hier passiert war. Es war kein schöner Anblick. Oh ne, ist immer besser. Oh, Molotovs. Sehr schick. Und noch einer. Und Diegelmunition. Okay. Wieder 20 Schuss für die Diegel. Das ist schon mal sehr schön. Schmerzmittel. Können wir gerade keine nehmen. Müssen wir noch weiter? Nicht mit der Diegel. Was ist das? Schmerzmittel. Wo geht's lang? Okay, unsere Kollegen sind hier unten. Aber ich weiß nicht, wo es lang geht. Hä? Hold ihn. Ah. Unsere Freunde haben uns die Tür geöffnet. Und wir haben keine Munition mehr für die Beretta. Beziehungsweise bloß mal ein Magazin. Jupp. Was zur Hölle? Hab's dir gesagt. Verdammt! Ich dachte, es wäre ganz sicher eine Bombe. Nein, das würde der Russe nie wagen. Das hier musste ja passieren. Das ist unter uns bestimmt, die Geräusche. Also die Stimmen. Mal speichern. Yo. Hier, Kollegen. Ich muss immer lang, zweites Stockwerk. Sehr hübsch, sehr hübsch. Scheiß. Junkie. Stockwerk scheint nicht ganz so groß zu sein, weil natürlich auch nichts übersehen. Liegt ja gerne mal was in die Ecken hier überall.
Hier lang? Nein. Trink. Parkers. Okay. Die Nutte hatte ihr Tagebuch auf dem Tisch vergessen. Wirklich? Du willst Tagebuch von der Nutte lesen? Was soll da drin stehen? Ich würde mich ja jetzt dazu äußern. Was? Achso, hier steht. Okay. In dem Tagebuch. Es fällt gar nicht auf. Ja, da hat ein Loch im Gesicht. In dem Tagebuch ist 100% ein Hinweis auf diesen Raum. Das Tagebuch gehörte einer Nutte, Candy Dawn. Bei der Lektüre hat ein Kopf von der Sitterheißohren bekommen. Habe am Telefon wieder mit der seltsamen Hexe gesprochen. Habe ihr das neueste Tape vom einäugigen Alfred geschickt. Solange die Hexe die Bänder bezahlt, könnte der alte Mann jeden Tag kommen, wenn es nach mir ginge. Sie hatte einen netten Nebenverdienst. Sie drehte schmutzige Videos von ihren Kunden und verkaufte sie an den Meistbietenden. Das würde sie eines Tages umbringen, wenn ihre tägliche Ration wie ihr nicht zuvorkommen würde. Kein direkter Hinweis, aber ein Hinweis, dass hier eine Kamera irgendwo versteckt ist. Oh. Wie hieß die Nutte? Können wir das nochmal? Mit F1, ne? Candy Dawn. Gucken wir, ob wir die nochmal treffen. Oh. Ja, der reichlich zu filmen. Sehr großes Regal, ja. Jetzt mal davon abgesehen, dass ja schon alle Kassetten liegen. Das Regal ist doch schon etwas größer. Hey, Kollege! Huch! Und hepp! Jetzt geht der Aufzug hier oder was? Service Elevator. Aha. Ach, ist der andere, ist ein anderer Aufzug. Okay. Kong Whisky makes you go ape. So, mal schauen. Speichern nicht vergessen. Eingesaut. So. Igel? Ah, ein bisschen Munition haben wir. Kapitel 4. Die Blutbahnen New Yorks. Der alte Dienstaufzug rumpelte abwärts in die Eingeweide von Jack Lupinos Hotel. Lecker. Ich glaube, den Sanford Hotel ist nicht ganz zutreffend. Waschmaschine! Was? Ach, komm schon. Ich wollte zuhören. Und was trinken? Dem Ball. Schon. Hier. Ein paar Hülsen. Ein paar tote Gangster. Ihr stapelt euch hier ein bisschen. Ja, ja, gibt was zu sehen, ich weiß. Ist Kong Whisky?